gesagt, einen besonderen Fehler halt gemacht. Denn, ja, Heiko Herrlich, dessen neuer Trainer, wie schon gesagt, ist einfach mal, ja, aus der Quarantäne einfach mal rausgegangen, hat die Quarantäneregeln gebrochen, hat das Hygienekonzept, hat gegen die Hygieneregeln verstoßen und ja, war mal einfach mal einkaufen. Einfach mal so einkaufen und ja, freimütig, wie er berichtet, hat er sich halt nicht daran gehalten, bedauert das natürlich und zieht nun auch Konsequenzen. Er hat gestern bei der Pressekonferenz auch noch gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe. Auch wenn ich mich wohl beim Verlassen des Hotels auch sonst immer an die Hygienemaßnahmen gehalten habe, kann ich dies nicht ungeschehen machen. Ich bin in dieser Situation meiner Vorbildfunktion gegenüber meiner Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden. Ich werde daher konsequent sein und zu meinem Fehler stehen. Ich werde aufgrund dieses Fehlverhaltens das Training morgen nicht leiten, also sprich das heutige Training, und die Mannschaft auch nicht am Samstag im Spiel gegen Wolfsburg betreuen. Ja, morgen spielt nämlich Augsburg gegen Wolfsburg in der Bundesliga im Nachmittagsspiel, was unter anderem auch im Free TV bei Sky Sport News HD zu sehen ist. Falls ihr das Video ist auch für YouTube im Übrigen. Also ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Wahrscheinlich ärgere ich mich entweder, noch eine Halsschlagader explodiert oder nicht. Je nachdem. Dennoch denkt man sich halt auch nur so, oder denkt sich der ein oder andere Bundesliga-Fan wahrscheinlich, der sich wieder freut, die Bundesliga zu sehen nach dem Video von Kalou, wie dumm kann man sein? Einerseits lachen wahrscheinlich die Einzelnen darüber und sagen, man sieht, wie das funktioniert, ne? Warum spielt die Bundesliga überhaupt und etc. pp. Andere denken sich halt wirklich, wie dumm kann man eigentlich sein? Wiederum hat es natürlich Herrlich angesehen und in den nächsten Tagen werden aber auch natürlich weitere Corona-Tests durchgeführt. Heute gab es zum Beispiel wieder welche. Ich habe auch heute Meldungen mitbekommen, dass bei Werder Bremen unter anderem ein Verdacht nämlich war wegen des Coronavirus. Ein Spieler ist in die freiwillige Quarantäne gegangen, weil in seinem Umfeld ein Coronavirus-Fall besteht. Also auch keine gute Nachrichten geradewegs für die Werderaner, die um den Abstieg spielen. Ein weiterer Test soll dann Anfang der nächsten Woche durchgeführt werden. Und nach zwei negativen Testergebnissen soll dann Herrlich auch dann wieder die Trainingsarbeit beim FC Augsburg übernehmen. Also im Moment quasi dauert es mit seinem Pflichtspieldebüt, denn Anfang März wurde Heiko Herrlich als Nachfolger von Martin Schmidt präsentiert. Und das war ja noch vor dem 26. Spieltag, der eigentlich im März stattfinden sollte, was ja nun dann wegen Corona nicht passiert ist. Die Quarantäneregeln, die ja dann auch ja aufgegeben wurden und gegen die dann halt Herrlich verstoßen hatte, hatte die DFL, die Deutsche Fußballliga, durch die Taskforce erarbeitet, um den Spielbetrieb halt wieder aufnehmen zu können. Das ist natürlich verständlich. Viele sagen wiederum, warum eigentlich? Ne, das hat doch gar keinen Sinn. Fußball kriegt doch hier Vorrecht, bla bla bla. Andere sagen, gut, zumindest eine Ablenkung. Und naja, man wird halt sehen, was da noch passieren wird. Zumindest muss dann Herrlich warten. Somit wäre sein Debüt, also sein Pflichtspieldebüt als Trainer erst in der nächsten Woche gegen den FC Schalke 04. Und ja. Nun wird das wohl wahrscheinlich wohl nicht so sein. Am Samstag halt nun, also morgen 15:30 Uhr gegen die Wölfe aus Wolfsburg. Dennoch, die Angelegenheit für den 48-Jährigen lief auch glimpflich ab. Er wird sein neues Team dann erstmals halt gegen Schalke am Sonntag dann erst, also sprich Sonntag in einer Woche am 24. Mai im Mittagsspiel um 13:30 Uhr dann erst, sagen wir mal, auf dem Platz betreuen können. Der Trainerassistent von Heiko Herrlich, Tobias Zellner und Jonas Scheuermann, dürften dann wohl am Samstag, also morgen, ihren Chef entsprechend vertreten. Aber dennoch stellt sich wahrscheinlich für viele die Frage immer noch, warum tut man sowas, wenn man weiß, dass man, wenn es heißt Quarantäne, dass man nicht raus darf. Man hätte ja einen vom Hotel, die waren ja in einem Hotel in Böblingen und da hätte man da entsprechend halt fragen können, können Sie mal für mich mal hier das und das besorgen, ne? Und so weiter und so fort. Aber nun gut, man weiß halt auch nicht, was das sein sollte und damit schoss sich eigentlich auch der FC Augsburg-Coach sich quasi ein eigenes Eigentor. Naja, kennt er wahrscheinlich auch als ehemaliger Profifußballer, unter anderem für Borussia Dortmund. Morgen ist ja auch noch das Revierderby
zwischen Dortmund und Schalke. Sind wir mal gespannt, wie es da auch ablaufen wird. Wie ich auch geradewegs lese, denn Don Pedro hat dazu was geschrieben. Das ganze Interview von Heiko Herrlich kann man sich im Übrigen inklusive einer sehr lustigen Analyse in Folge 108 des Podcasts Colinas Erben anhören. Von wem ist denn der Podcast nochmal? Ich glaube, ich weiß es, aber ich will es noch nicht sagen. Und wie gesagt, die kam heute an diesem Freitag frisch raus. Also, es ist kein Interview, sondern eine Pressekonferenz. Ja gut, es ist eine Pressekonferenz. Das sollte mal auch nochmal gesagt werden. Wie gesagt, die Pressekonferenz halt vor den Spielen. Und ja, ist wirklich auch interessant von Alex Vorder und Klaas Rehse. Ja, für welches Medium? Machen die das so oder? Ich weiß gar nicht. Ich meine, die machen das für irgendein Medium. Das war mir jetzt geradewegs so im Kopf. Aber was soll's. Wie gesagt, ja, sind wir mal gespannt. Zur Bundesliga geht's dann erst am Sonntag weiter hier bei Update Live. Dann wird es zum ersten Mal nach langer Zeit endlich mal wieder Bundesliga-Grafiken hier zu sehen geben. Ich freue mich drauf. Nee, die machen das so. Ah, okay, ich hatte irgendwie im Gefühl, die machen das entweder für Fums, also mit F, nicht mit W, oder für The Zone oder für was weiß ich was. Auch noch als kurze Info, wenn wir schon bei The Zone sind, das Montagsspiel wird nirgendwo gezeigt. Ja, weil Eurosport die entsprechenden Gelder nicht gezahlt hat, aber halt ne die Bundesliga-Spiele Freitag und Montag, Sonntagmittag und Montagabend sublizenziert hat an The Zone, darf The Zone die nicht ausstrahlen. Klingt ein bisschen fies, aber was soll's, vielleicht findet man da noch eine Lösung bis spätestens nächste Woche, wenn wir mal schauen. Generell morgen die Bundesliga, wir sind gespannt, wie es ablaufen wird mit dem ersten Spieltag. Es werden Geisterspiele sein, es werden andere Spiele sein als sonst. Und wie nochmal gesagt, für die, die gerade live auf Twitch zugucken, das Ganze gibt's morgen kostenlos bei Sky Sport News HD. Ja, und am Sonntag gibt's dann nochmal ein bisschen was hier bei Update Live.